Willkommen zurück zu einem neuen Video und herzlich willkommen mit Neues aus der Werkstatt. Ja, okay. Das kann ich mir auch kneifen, ne? Also, heute mal wieder ein neues Video. Kurz und knapp, ein kleines kurzes. Wir werden einfach heute mal uns um die Rockerboxen kümmern, weil die doch immer sehr anfällig sind, gerade was jetzt mit ein bisschen Feuchtigkeit und Regen ist, mit den ganzen Wasserflecken. Und ich zeige euch heute, womit ich meine Rockerboxen behandle, um die Wasserflecken endgültig dem Chaos zu machen und auch natürlich vorbeugend dort entgegenzuwirken, wie man so schön sagt, ja, bevor überhaupt die Wasserflecken entstehen. Jetzt aktuell haben wir welche drauf. Warum? Ganz einfach fürs Video. Logisch, oder? Ich zeige euch mal, wie es jetzt ausschaut. Gut, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt rüberkommt so auf dem Video. Also hier sieht man das doch schon. Gerade jetzt im Licht ist alles ein bisschen stumpf. Ja, Wasserflecken drauf. Ja, und die werden wir dann heute mal runterholen und das Ganze ein bisschen versiegeln. Also zeige ich euch heute, wie ich es mache. Wie ihr es macht, weiß ich nicht. Das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr da mit den Wasserflecken umgeht. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich es mache. Also mein Geheimrezept zum Reinigen. Never do Polierwatte. Kann ich unten auch mal verlinken. Habe ich auch, glaube ich, mal bei Amazon gekauft. Kriegt man auch überall anders. ATU, Co., schieß mich tot, ja. Kann sie, glaube ich, sogar im Rewe oder sich wo kaufen mittlerweile. Oder Kaufland oder sich, wie die Dinger alle heißen. Nutze ich gerne. Gerade für solche Teile, egal ob jetzt Chrom oder auch polierte Teile sind. Ne? Oder einfach nur Alu-Teile, die nicht beschichtet sind, ist Neverdual für mich das Optimalste. Gibt noch Autosol, was ich jetzt weiß, was man auch ganz gut nutzen kann, aber da mag ich den Gestank nicht. Es stinkt jetzt nicht wirklich, aber ich mag diesen Geruch nicht. Und gut, das riecht jetzt auch nicht gerade lecker, aber wir sollen es ja auch nicht essen, ne? So, also, wir nehmen jetzt einfach ein bisschen Polierwatte raus, greifen einmal rein in die schöne Watte. So. So viel brauchen wir da auch nicht. Nehmen wir uns erstmal so ein kleines Stück Wettchen hier. Vorher mache ich auch meine Dose zu, damit die Scheiße nicht hier austrocknet, ne? Deckel, wo bist du? Scheiße, direkt Deckel. So. Im Endeffekt ganz einfach. Rockerboxen, Neverdual Polierwatte, bisschen rüber schmettern, einreiben, einmassieren, fertig ist der Lack. Ein bisschen halten hier heute. Gut, ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Das muss ich dann auch ehrlich eingestehen, wenn wir das jetzt mal sehen. So, da jetzt schon einen Dreck runterholen. Ist das schon enorm, was da drauf ist. Was man so vielleicht mit einem bloßen Auge vielleicht gar nicht so sieht, ne? Gut, das Rankommen ist manchmal ein bisschen bescheiden. Aber oh, wer schön sein will, muss leiden, wie man so schön sagt. Ne? Die Polierwatte ist auch ein bisschen schmierig. Ne? Die trägt dann so einen kleinen Film da auf. Den lasse ich auch immer fein noch ein bisschen einziehen. Jetzt natürlich nicht in der prallen Sonne. Ne? Also wenn ihr das in der prallen Sonne macht, da würde ich ganz, ganz stark von abraten. Ja? Selbst wenn wir das gleich wieder wegwischen, ist das in der prallen Sonne einfach. Dafür ist das nicht geeignet. Und da würde ich dann auch definitiv nichts einziehen lassen. Deshalb mache ich jetzt hier auch mal bloß ein bisschen, damit ihr das so ein bisschen sehen könnt. Ja, die komplette Feinarbeit nachher interessiert dich kein Schwein. So, so weit, so gut. So lasse ich das jetzt erstmal ein bisschen anziehen. Und dann gehen wir da gleich nochmal rüber. So, wir haben die ganze Schose noch einmal überpoliert. Das ist unsere Watte jetzt, was ich mir sehen kann. Boah, ne? Schön schmuddelig dreckig. So. Jetzt wischen wir das Ganze einmal mit Mikrofasertuch erstmal vorsichtig ab, sage ich jetzt mal die Rückstände jetzt vom Neverdual und gehen dann an die Versiegelung. Ich hole mal die Krempel.
So, hier haben wir jetzt so ein handelsübliches Mikrofasertuch, schön sauber. Naja, gut, sauber. Egal, wird eh gleich dreckig. Ja, wenn wir das Ganze jetzt einmal ein bisschen schon mal runterwischen, diese ganze Polierpaste, nenne ich das jetzt mal, die jetzt aus der Watte so ausgetreten ist. Wie gesagt, ich mache jetzt fürs Video auch bloß ein bisschen jetzt hier die Oberfläche. Ne? Also das Ganze mache ich natürlich nachher noch komplett fertig. Aber das würde in den Rahmen sprengen, weil da wird ja dann immer noch langweilig. Und dann machen wir uns auch mal nichts vor, das ist auch nicht in 5 Minuten erledigt. Sondern das dauert schon seine Zeit. So, deshalb zeige ich das bloß auf diesen Seiten so ein bisschen mal. Dann werde ich mal meine Versiegelung holen. Ja, dann schmeißen wir wieder was runter, oder scheiße Dreck hier, Junge. Echt, ey. Au, es stoße mir auch noch Dreckscheiße. So, als Versiegelung nehme ich dieses geile Zeug hier. Das ist Quickwachs von ADBL. Riecht übrigens richtig geil. Ne? Kann ich unten auch einmal verlinken. Nutze ich im Prinzip eigentlich für alles. Also ich sprühe das ganze Moped damit ein nach dem Waschen und dann einfach nachreiben. Fertig ist der Lack. Jetzt hier bei den Rockerboxen sprühe ich es mir aber vorher in den Lappen. Weil ich will jetzt nicht alles putzen. Oh ja. Also duften tut das Zeug wirklich wie Sau. Also da kann man echt nichts sagen. So, das ist so ein Quickwachs, ist das gleich geschützt anschließend. Wasserflecken kommen auch nicht mehr wieder so schnell rauf. Hält auch eine gute Zeit. Also wenn ich ja ehrlich bin, so oft mache ich das jetzt auch nicht. Ich mache das, weiß ich, keine Ahnung, alle 3 Monate vielleicht einmal. Das tragen wir jetzt hier auch einmal ein bisschen auf. Auch dieses lassen wir dann kurz ein bisschen anziehen. Auch hier wieder ganz wichtig, nicht in der Sonne benutzen. Also nicht bei Sonneneinstrahlung das Quickwachs benutzen. Weil wenn das super, ach, wenn ich schon mal bei bin, so zack. Weil wenn das zu doll einzieht, dann hat man echt Probleme, das runterzukriegen. So. Lassen wir kurz einziehen. 30 Sekunden. Und schwupp sind wir da mit unserem lila Lappen. Lila Mikrofaser. Den nehmen wir zum Nachwischen. Ey, das ist immer noch, ne, jetzt mit dieser Hebebühne hier, das macht sich so super, wenn ich überlege. Bis vor kurzem musste ich auch dann unten noch mal auf dem Boden halb rumkriechen, um diesen ganzen Krempel da mal zu machen und wenn du da irgendwo ran wolltest und ach. Ah ja, herrlich. So eine Hebebühne ist was richtig Feines. Zack. Lecco mio, lecco mio. So, wir sind fertig. Gucken wir uns das mal an. Oh, guck mal, jetzt kann man sich wieder drin spiegeln hier. Siehst du das? Fein. Man sieht jetzt auch hier den Unterschied zur anderen Seite rüber, wo ich ja noch nicht gemacht habe. Kann man hier hinten deutlich erkennen, wie es da ausschaut. Also da ist schon ein ganz schöner Unterschied da. Deshalb geht meine Empfehlung ganz klar, Rockerboxen, die nicht lackiert sind, never dual. Wie gesagt, aber trotzdem, mich interessiert, was ihr nehmt. Ja? Also ich bin auch gerne bereit, mal andere Sachen auszuprobieren. Ja, auch ich lasse mich gerne mal belehren, wenn der ein oder andere was hat, wo man sagt, der sagt, das ist viel geiler als Neverdual und so weiter und so fort. Ne? Also da bin ich immer gern für alles offen. Also ballert das unten rein. Ja, oder kommt vorbei, putzen wir zusammen die Mopeds. Ne? Kann man auch mal machen. So, in diesem Sinne werde ich jetzt die restliche Hälfte von den Rockerboxen noch polieren. Ohne euch. Das mache ich dann alleine. Und würde ich sagen, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ringeballert, Abo dalassen, Daumen, Glocke hier drücken, da, überall. Und tschüss.